Alter, was geht ab, Leute? Hier? Alter, ich musste, also musste nicht, aber ich bereite gerade eine kleine Feier vor. Anlass werdet ihr demnächst noch erfahren. Und da muss ich jetzt ein bisschen was organisieren, planen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der Planer-Typ. Ich bin eher so der Typ, alles klar, ich komme einfach so. Ich schließe mich einfach an. Aber auch in unserer Gruppe bin ich irgendwie der Planer, der Durchsetzer. Aber ist gar nicht so schlimm, also macht sogar ein bisschen Spaß, auf die Antworten warten und so, dies, das, alles organisieren, jeden kontaktieren und so weiter und so fort. Er hatte heute einen Traum, spiele drin, falls du das siehst, ich habe von dir geträumt. Also ich habe geträumt, jetzt nicht negativ, dass er stirbt, ist natürlich sehr traurig und so, aber der Traum an sich war nicht negativ traurig, das war eher so, ich habe ja den Marvel-Film geschaut, Shang-Chi, übrigens sehr gut, sehr zu empfehlen, wirklich, wirklich sehr gut, ich fand ihn mega. Das war jetzt so Marvel Hintergrundgeschichte, so wie als würde man ein Superheld werden, so, also nicht traurig, sondern so, okay, er stirbt, dann war ich bei seinem Grab, sein Freund hat geweint und dann habe ich mich so von ihm verabschiedet, so irgendwas gelabert und dann hat er so eine Nachricht für mich, so eine letzte Nachricht und dann sollte ich sozusagen sein Erbe antreten und zurück zu Pokémon Go gehen und Videos machen, weil es halt sonst niemanden gibt und er halt natürlich... Wenn ein Spieletrend weg ist, dann ist halt niemand gibt und ich muss zurückkommen. So richtig wie ein so Superheld, ich muss zurückkommen und mein Amt wieder antreten und sowas. Das ist voll der Schmarrn, den ich geträumt habe. Naja, auf jeden Fall, ich muss jetzt Kuchen oder Cupcakes abchecken, je nachdem. Also für Kuchen bin ich, glaube ich, zu spontan. Deswegen so Cupcakes mit ein paar Motiven. Also erstens, Digga, ich muss mir endlich mal AirPods kaufen. Ich komme einfach nur nicht dazu. 500k gefreezed, aber ich habe keine AirPods. Manchmal laufe ich so rum und ich grinse einfach so, weil ich an Sachen denke oder so. Oder mein Portfolio mir anschaue, keine Ahnung, was weiß ich. Manchmal kommt ja so eine Nachricht, Benachrichtigung, irgendwas ist gestiegen, wie ist das? Also einfach so lache ich einfach und dann schauen mich die Leute so komisch an. So als wäre ich so ein Verrückter, der einfach so vor sich hingrinst und so, weißt. Es ist so merkwürdig, jemanden glücklich zu sehen oder so, weißt. Auf jeden Fall da vorne ist so ein Custom-Made Tortenladen und Cupcake. Wie gesagt, ich check mal die Lage. Ist ein bisschen spontan und schauen wir mal, was da so geht. Bezüglich irgendwas custom-made machen mit dem Motiv, das ich haben will. Ich muss nochmal zurück. Cake-tastisch. In Feldmoching. Da stand, also heute haben sie gar nicht offen, aber die waren halt hinten backen und so. Da habe ich halt geklingelt und dann kommt sie so raus. Ich so, ey, ja, sorry. Ich weiß, ihr habt heute gar nicht offen, aber kann ich eine Bestellung aufgeben? Ist dringend und so. Und dann meinte sie, ja klar, komm rein. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Und dann habe ich gesagt, was ich so will. Ein paar Cupcakes, 16 Cupcakes mit Motiven, dies, das. Und dann verschiedene Füllungen. Oh, ich wollte sagen noch, machen Sie die Cupcakes bitte extra soft. Ich meine, so extra, mit extra Extras, Mann. Aber egal. Egal, Hauptsache sie sehen so aus, wie sie aussehen werden dann am Ende. Random so rumgehen, habe überlegt, was man so essen kann. Ich habe so ein Problem in der Mittagszeit. Also Mittagstisch verpasse ich und dann gibt es erst ab 17 Uhr wieder was. Das heißt, wenn ich so 15 Uhr, 16 Uhr was essen will, habe ich voll wenig Auswahl. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber München ist echt in der Sache tot. Aber ich gönne mir jetzt Brot und Klo, das Beste. Gruß geht raus an Philipp aus Wien, aka mein Ghostwriter. Der hat mich gefragt, wie dieses, oder was ich da in Wien hatte mit dem Matcha. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube Matcha Latte. Ja, auf jeden Fall erinnert es mich an was er gefragt hat. Und zwar meinte er im Video, nicht im Video, also als ich in Wien war, ob ich bezüglich Hongs Tour nicht sogar zu ehrlich war. Weil ich das so offen sage, wie ich zu meinem Kollegen stehe und der Kollege schaut ja vielleicht die Videos und so, meinte er. Ich denke mir so, ja, das kann halt echt sein. Aber ich habe, glaube ich, nichts Bösartiges gesagt. Sondern echt nur Sachen, die ich halt auch so hätte, also ihm ins Gesicht gesagt hätte. Also, dass ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin, ist kein Geheimnis. Dass ich mit meinen eigenen Leistungen nicht zufrieden bin, ist kein Geheimnis. Und es auch, also das sollte auf jeden Fall nicht rüberkommen. Es soll nicht so wirken, dass er schuld ist, dass Songs so gerade nicht läuft, dass wir gerade pausieren. Dankeschön. Appetit, vielen Dank. Soft, Leute, soft. Aber ich sag noch meinen Gedanken schnell zu Ende. Er ist auf jeden Fall nicht seine Schuld. Also, würde er noch am Start sein,
sich melden, dann würde ich natürlich auch am Start sein und supporten, uns gegenseitig pushen, aber ich will selber gerade nichts machen, das, die Sache pausieren lassen, weil ich sehe den es gerade nicht ein, so viel Zeit in Bergen zu investieren. Und das ist auf jeden Fall nicht seine Schuld, dass er sich nicht meldet und dadurch dann nichts entsteht. Klar, ist halt so, aber heißt nicht, dass es seine Schuld ist. Das wollte ich nur so klarstellen. Und ja, das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ich habe auch zwei, drei Sachen auf Instagram gepostet, so Motivation Quotes und sowas, Post, die ich repostet habe. Bei einem hatte Dimi dann auch mir geschrieben, Alter, Digga, markier doch deinen Kumpel und so, deinen Businesspartner. Und das war halt so gar nicht meine Absicht, gegen ihn so undercover zu sticheln, echt gar nicht meine Art. Das war halt so irgendwie so irgendwas mit guten Mitarbeitern oder motiviert sein und so. Und ich hatte halt gar nicht so im Kopf, dass es halt so ein Diss gegen ihn ist, sondern einfach nur, hey, das fühle ich, diesen Spruch, diese Motivation fühle ich halt einfach gerade. Und dann im Nachhinein, wo Dimi zum Beispiel mich darauf aufmerksam gemacht hat, ist es mir halt aufgefallen, oh, okay, das passt gerade auf unsere Situation und das hätte er negativ aufnehmen können. Also vielleicht müsste ich mich dafür entschuldigen oder so. Jetzt gönnen wir uns erstmal die softigen Sandwiches mal. So, oh mein Gott. Mein Gott, wie das aussieht, Leute. Barbecue habe ich diesmal. Ich weiß gar nicht, wen. Also das erste Mal hatte ich, glaube ich, Grilled Greens. Das war auch richtig geil. Dann hatte ich beim zweiten Mal, ich glaube, Chutney. Ja, Chutney Crunch. Das hat mir gar nicht so getaugt, also schon, aber nicht so, vor allem wegen den Chips, Alter. Ich mag Chips nicht in Sandwiches. Mein Gott, ey. Mein Gott, diese Stelle sieht so anders aus. Oh mein Gott, schaut mal, wie knusprig das ist. Oh mein Gott, was ist das, Mann? Diese Stelle sieht so anders auf dich aus. Oh ja. Oh ja. Alter, ich bin voll die gute Werbung für die. Da läuft so einer vorbei. Und der schaut mir halt zu, wie saftig ist das Beste. Er geht. Er geht, dann kommt er wieder. Der meinte so, das sieht doch eigentlich voll echt gut aus. Ich so, ja, anders saftig. Dann ist er reingegangen. Alter, was geht? Großer Zeitsprung ist jetzt abends. Wir gehen wieder alle trainieren. Fortschritte seht ihr hoffentlich irgendwann mal. Aber ich war erst ein paar Mal, also nicht wundern. Bagisch hat heute auch Geburtstag. Und den sehen wir auch gleich. Also dem wünschen wir gleich alles Gute. Ich schreibe das gerne unten in die Kommentare. Oh mein Gott, Leute. Laura hat an Bagischs Geburtstag gedacht. Sie hat einen kleinen Kuchen dabei mit Kerze. Alter. Hier, Kaffee Luitpold. Oh, Kaffee Luitpold. Der ist nicht vorbeigelaufen. Die sind nicht schlecht, ja. Maracuja White Chocolate. Okay, das klingt ganz krass. Dachte ich auch. Ich hab auch kein Geld mehr auf der Kurve. Oh mein Gott. Entleiden. Was geht? Also wir haben noch gar keinen Namen hierfür. Alles Gute zum Geburtstag, Mann. Alter, danke, Mann. Happy Birthday! Oh mein Gott, hey. Schon wieder Kuchen. Danke. Alter, ends gut von euch. Ich hab schon gesagt, habt ihr die Kehlchen aufgewärmt? Gar nicht, aber ich bin safe vegan. Alles Gute, Bro. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Boah, Dragon, du musst schon mitsingen, Mann. Hab ich doch mal. Ja, danke, Leute. Echt ends cool. Macht mich ganz verlegen. Es ist ein White Chocolate Maracuja Törtchen. Du musst ihn jetzt essen. Echt? Richtig Deluxe vom Kaffee. Du musst während dem Training essen, oder? Lauri. Ich habe sogar Löffel dabei. Echt jetzt? Ja, schau, warte. Oh mein Gott. Ich habe gerade ein scharfe Habaneros. Eigentlich würde es ganz gut kommen. Na schau, tata. Oh mein Gott. Da überlegt man alles. Ich dachte, kann man schlecht essen. Ich kann. Nee, ich werde dann echt schlecht trainieren. Das haut alles raus. Dann ist das danach. Dann sperrst du ins Schiff. Ja, danach ist perfekt. Echt cool. Schaut euch an, Leute, was soll ich noch sagen? Weißt du, was du machst? Du setzt dich in diesen Massagesessel und dann isst du. Das ist Killer. So richtig Deluxe. Danke, echt.
Das ist ein gutes Studio. Hier gibt es nicht so viele Ausländer. Da muss ich hier jetzt einen Biss machen, obwohl ich gar keine Lust habe. Ja. Du musst ihn jetzt aber auf einmal essen. Endschwierig nach Training. Nein, ist halt morgen, Alter. Es gab kein Protein. Sonst wäre der Löffel umsonst. Ah, der ist noch umhüllt von etwas. Shit, ich dachte. Alter. Das cool, oder? Das schmeckt bestimmt krass, glaube ich. Ja. Das sah am krassesten aus. Mashallah, oder? Ja, von wo ist das? Schmeckt ganz krass. Wie Luipold. Noch krasser wäre Maelu gewesen, aber ja, das war ganz die andere Ecke. Oida. Maelu ist echt. Was ist das für ein geiler Kuchen und dann so ein richtig fruchtig süß. Oh, das ist echt krass. Gut. Also Café Luipold trinkt wie viel? 5 Sterne. Echt? Die kenne ich noch nicht. Ganz normales Café, du. Ja, das kennt eigentlich jeder. Kennst du, wenn du vorbeiläufst? Richtung, ja, kennst du. Odeonsplatz. Richtung Siemens, Odeonsplatz hinter. Ja, das sagt mir echt gar nichts. Kennt jeder eigentlich. Oh, sorry, ich habe kurz einen Stink Enter. Okay. Geil. Okay, also. Ciao. Hau rein. Ciao, Leute. Ciao. Heute mal eine andere Verabschiedung. 1 meiner Displays hält nicht mehr. Richtig leidend. Das war's von mir. Heute ist die kleine Feier für Bargisch. Schaut's gerne vorbei. Das Video hätte ich eigentlich gestern hochladen sollen, aber wir waren noch ein bisschen länger unterwegs. Livestream ab, keine Ahnung, ungefähr 21 Uhr. Überraschungsfeier für Bargisch. Aber ja, schaut's gerne auf Twitch vorbei. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin. DeFi, Cashflow generieren, Freezer. Ich kann euch nicht sagen, 10-Jahres-Freezer. Aber auf jeden Fall in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Tschüss, Business und ciao.